Guti, ich sehe, ich bin online. Also, willkommen zurück. Ich habe gerade den Part nur hochgeladen. Das hat zum Glück nur 5 Minuten gedauert oder 6. Da stand etwa 10, aber ich glaube, das ist dann wieder umgesprungen, schneller. Ja, wir spielen XCOM Enemy Within. Das Einzige, was ich jetzt geändert habe, ist, ich habe die Long War-Sache da raus gelöscht gehabt, weil ich gesagt habe, okay, komm, spielen wir lieber das Normale, damit kommen wir besser durch, bis halt XCOM 2 rauskommt. Außerdem, wie gesagt, ich habe das lange nicht gespielt gehabt, genauso wie ich XCOM 2, glaube ich, auch nur einmal durchgespielt habe. Dafür gibt es auch das Long War und das habe ich auch installiert. Und da könnte es aber interessanter werden, weil ich finde, da die Engine ist ein bisschen besser gemacht. Und so allgemein. Gut, wir werden auch auf normal ganz gut spielen. Warte mal, zurück, zurück. Nein, nein! Zurück. Einzelspieler, ich möchte weitere Optionen. Ich möchte nämlich Einsteigertexte abschalten. Ich möchte nicht, dass die ganze Zeit sagt, hey, Sprengstoff macht die Aliens kaputt, das weiß ich. Und Unternehmen Nachwuchs, Unternehmen werden das aus dem Viertel zu retten, die mehr ist zu scheinen sein. Genau. Meld-Tutorial will ich nicht, Tutorial will ich nicht, so, so, so. Gut. So. Das haben wir auch schon gesehen am Anfang, deshalb werde ich den überspringen. Wir werden uns in Europa wieder ansiedeln. So. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Und man sieht schon Einsatz starten. Also es geht hier bam, bam, bam. Schnell, schnell, schnell. So, wir möchten gerne, dass wir am Anfang, wie soll man sagen, eigentlich ganz gut durchkommen. Am besten keinen verlieren, keinen Verwundeten haben, dass wir so die Möglichkeit haben, unsere Leute zu trainieren. Wartet mal. Ich muss genau die Szene umschalten. Ich vergesse das immer wieder. Nur irgendwie, wenn ich schnell drauf bin. So, deshalb, ich habe jetzt mir die angewöhnt, damit ich nie wieder so welche Fehler mache. Also wie gesagt, wir haben jetzt in Europa gestartet, wir haben die Einsteigertexte gemacht und wir spielen auf normal. Ich weiß nicht, ob ich das gleich irgendwo zeigen kann, dass ich normal spiele. Was steht das? Schwierigkeitsgrad ändern. Genau, wir sind bei normal. Da ich speichere jetzt auch einmal. So. Genau. Weil ich möchte nicht, dass ihr denkt, der hat uns angelogen. Der hat normal gesagt und deshalb hat er nicht umgeschaltet. Ich weiß nicht, weshalb das manche Leute. Okay, da haben wir Meld. Das heißt, wir gehen auch zuerst mal in die Richtung, weil ich möchte auch gerne das Meld haben. Das heißt, unsere Leute werden sich erstmal nach rechts verziehen. Außerdem ist meistens bei Meld auch die Alien-Invasion. Oder mindestens ein paar, die das bewachen. Selten habe ich, glaube ich, was gesehen, dass Meld komplett unbewacht ist. Ich sage nicht, dass es es nicht gibt. Oder dass die über Zeit sehen, oh, guck mal, der geht in Richtung unser Meld. Komm, wir schicken mal ein paar Leute hin. Außerdem, falls irgendwelche Viewer mal dazu kommen und sagen, hey, ich möchte gerne. Wie heißt er nochmal? Die gerne hier mitmachen wollen. Als Kämpfer. So. Ich glaube, in der ersten Mission sind insgesamt hier 4 Sektoiden und nicht 581 wie bei Long War. So, 25 oder 25. Die sind alle im vollen Cover. So, im vollen Cover werde ich, glaube ich. Ach, komm, schießen wir einfach mal. Ne. Ich wollte schon sagen, im vollen Cover brauche ich eigentlich auch gar nicht zu schießen. Das macht einfach gar keinen Sinn. So, wir können aber gucken, dass wir hierhin rennen. Genau. Dass wir mindestens selbst hinter vollem Cover sind. So. Granaten sind, wie gesagt, immer am Einstieg immer noch unsere besten Freunde. Und das wird sich auch, sagen wir mal, lange Zeit nicht ändern. Deshalb würde ich auch ungern irgendwelche Sachen dann mitnehmen. Medikits, klar, brauchen wir auch. Aus dem. Oh. Okay. Medikits brauchen wir auch aus dem einfachen Grund, dass, falls. Okay, genau, Leute angeschossen werden, wir die heilen können. Ich finde es gut, dass wir unseren ersten Verwundeten schon haben. So, die ist zum Glück hinter vollem Cover. So. Der andere Meld ist an der Seite. Gut. Aber. Kannst du das da anklicken? Nee, ne? Nein. Gut. Dann killst du den da. Wie gesagt, am Anfang ist mir das egal mit, wir müssen Aliens, ne? Wir brauchen Alien-Leichen oder.
Mir ist halt wichtig, dass meine Soldaten aufleveln. Wenn die Soldaten stark genug sind, ist das, glaube ich, das letzte Problem, was ich habe, die gefangen zu nehmen oder, wie soll man sagen, die dann zu inspizieren. Aber, solange das nicht ist, dass wir, Soldaten haben. 45. Komm. Ja, nur zwei. Aber immerhin, der ist angeschaltet. So, der und links, wo der andere Meldkanister ist, werden bestimmt noch weitere Aliens sein, ja. Deshalb zieht der sich zurück und holt die anderen. Bumm. Genau, der Kran explodiert. So. So. 10 Meld gesammelt. So. Du bleibst hier hinten. Vielleicht geben wir dich irgendwann mal nur ein besseres Cover. Aber an sich möchte ich ungern dich irgendwo weiter bewegen. Und du bist eh im guten Cover, also bleib da. Gut. So, nachladen. Generator. Das Interessante ist, dass die Generatoren natürlich nicht explodieren, wenn da irgendwo was passiert. Ja? Obwohl die eigentlich auch sehr gefährlich sind, wenn mal irgendwo so eine Explosion sich an so einem Generator ereignet. Blöd ist natürlich, dass wir den ersten natürlich hier haben, der direkt verletzt ist. Ja. Entweder haben wir Glück, dass wir die jetzt bekommen. Okay, 1 und 2. Das heißt, hier ist dieser Einzelne hingerannt und hier haben wir noch die anderen, ja. Genau, das ist der Einzelne. Hat sie jetzt zweimal bewegt. Gut. Wir können hier hingehen, hoffe ich mal. Und ihn erledigen. Gut. So, na, wir wissen, dass die alle da hinten sind. Schnell spurten. Da hinten ist der zweite Meldkanister. Und du bleibst im Hintergrund, weil du, wie gesagt, angeschlagen bist. Komm, renn da hin. Ich weiß, das ist natürlich blöd, wenn ich keinen Overwatch-Modus habe, aber wie gesagt. Für mich ist das jetzt zuerst mal so. Die kommen, die sehen uns und verstecken uns. Gut. 45, 45 haben die im halben Cover, das ist üblich. So, versuch du dein Glück. Bonus. So. Keine Ahnung, weshalb wir den nicht da flankieren können. Das ist natürlich wieder blöd. Aber wir können hier hingehen zumindest. Und mit 4 können wir den killen. So. Damit wir auch dieses gute Meld-Kanister einsammeln können. Und Patschung. Ja. Also für den ersten Einsatz war es okay. Ist aber ein bisschen blöd, dass wir den einen Soldaten schon verletzt haben. So. Weg da. Ich will da nicht gucken. So. Und der, genau, der Verwundete, der hat gar keinen gekillt. So, Sturm und Schuss. Unterstützung haben wir schon mal. Und einen Scharfschützen haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Der Scharfschütze muss auf jeden Fall in mehreren Missionen mitkommen. So, Forschung. Ganz klar. Wir erforschen Xenobiologie. So, wir haben nicht genügend Waffenfragmente. Weil, solange wir sie explodieren, bringt es ja uns nicht. So. Medikit herstellen, bitte. So, Einrichtung bauen. Cool, wir haben direkt Dampf hier und Dampf da. Das heißt, wenn wir den Bau beginnen, können wir das hier ausheben. Und hier werde ich, hier werde ich dieses Ding für die Aliens bauen. Das heißt, hier werde ich ein Kraftwerk, hier werde ich ein Kraftwerk hinbauen. Und hier werde ich dann, jetzt muss ich gucken, irgendwo in eine Richtung werde ich die Labore bauen. Ich glaube, vielleicht könnte man hier so die Labore hinbauen in der Richtung.
Und hier werde ich dann dafür sorgen, dass ich diese Workshops hinbaue. Und hier unten müssen meine Satelliten hin. Das wird zwar ein bisschen dauern, bis ich da was machen kann, aber ja gut. So. Einsatzleitung nach Aktivitätenscan. So. Offizierschule bringt uns noch nichts. Wir müssen einige Leute mit reinnehmen. So, das heißt, wir nehmen jetzt Schauplätze anzeigen. So, Ingenieure, Wissenschaftler. Ich würde mal sagen, Ingenieure sind wichtiger. Ist mäßig. So, wir nehmen Sturmunterstützung, Scharfschütze mit. Genau, Scharfschütze braucht noch seine Granaten, bis er das andere bekommt. Und ein Rekrut kommt immer mit. Wenn wir natürlich einmal verbessert sind, haben wir den großen Vorteil, dass wir eigentlich jede Klasse mitnehmen können. Und einen Rekruten halt, ne? Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Okay. Ah, ganz kurz, ich bin gleich bereit. So, beginne den Kampf. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Okay. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Bin ich gerade am Überlegen. Sieht aus, als wäre das irgendwie ein Lagerhaus. Kann das sein? Central, Big Sky hier. Angriffsteam wird abgesetzt. Erwarten Ihre Befehle. Roger, Big Sky. Wir empfangen Sie klar und deutlich. Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Gut. Ja. Genau, das scheint mir so ein... Gut, wie ein Lagerhaus zu sein. So. Wie gesagt, der bringt uns nichts in einem Overwatch-Position, weil, wie gesagt, die können da eh nichts. Warte mal, der ist da nur halb, halb, halb. Da wäre in voller Deckung. Hm. Sniper halt. So. Und die decken unsere... Die geben uns Rückendeckung. Der Rekrut und der Unterstützungseinheit. Obwohl, die Unterstützungseinheit kann man in zwei... Kann man die eigentlich in zwei verschiedenen... Ja, man kann sie sozusagen ein bisschen so umbauen, dass sie nicht nur als Unterstützungseinheit zählt. Kann denen auch Deckungsfeuer geben und, und. Man kann sie natürlich, ne, pure als Medic haben. Oder man sagt, nee, nee, warte ab, ich hab, kann auch ein bisschen mehr. So. Das Problem ist natürlich, dass der jetzt nicht die Fertigkeit hat, das ist nämlich seine zweite, das sehen, was andere sehen, ne. Okay, da haben wir noch volle Deckung. So, da haben wir die Sektoiden. Wir haben natürlich auch unsere volle Deckung. Es lohnt sich nicht, auf jemanden zu schießen, glaube ich, in voller Deckung, oder? 35. Cool. Wir haben ihn sogar mit einem angeschadet. Okay, irgendeiner macht ein Reaktionsfeuer. Recruit, bitte kill ihn. Nein, schade. Hätte der Recruit denn gekillt, hätte er seine Promotion auf jeden Fall verdient. Okay, halbe Deckung ist auch was. Okay, Recruit wird schon mal angeschossen. Ne, nächste Recruit. Oh, und das Auto explodiert kurz. Oder ist kurz vorm Explodieren. Feldposten. Na gut. Komm. Mach den Overwatch kaputt. Geht nicht. Super. Hier muss nämlich weg. So. Problem ist, der kann da nichts. Und ich muss mit ihm hier weg. Mein einziges Problem ist natürlich, dass wenn ich mich natürlich bewege, der einen Schuss auf mich frei hat. Ich hoffe, dass der verfehlt. Nee, sieht nicht so aus. Gut, das Einzige, was wir jetzt für sorgen müssen, ist, dass unser Scharfschütze mindestens befördert wird. Dann haben wir mindestens einen Scharfschützen, wenn er aus der Regenerationsphase rauskommt. Für uns. So, das explodiert und so. Das ist halt das Problem. Wenn die irgendwelche Autos anschießen, werden die da angezündet. Und... Ist hier was drin? Okay. Wollte schon sagen, es hätte natürlich ein Fehler sein können, das jetzt aufzumachen. Ne, weil... Da wird hier explodiert und man sieht, drei Dinger sind da kaputt. Oh.
Oh, Glück gehabt, ey. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt so weit explodiert wäre, dass das jetzt mein Auto getroffen hätte. Puh, ey. Ey, nochmal Glück gehabt. Okay, je bouge. Oh, das war doch ein Sprint. Okay, hätte ich nicht. Ich dachte, das wäre kein Sprint. Hm? So, wenn die Autos einmal explodiert sind, haben wir das Glück. Ist alles ruhig. Ich glaube aber nur, dann verlieren sie ihre volle Deckung. So, da hinten, das Meld können wir vergessen. So, der Rekrut kann nach vorne kommen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir unsere Leute immer mit dabei haben. Am besten immer den Medic. Aus dem einfachen Grund, wir brauchen einen ab einem... Okay, da hinten in dem Bürogebäude sind sie dann wohl. Immer. Bist du? Genau. So. Bin dran. Guck mal da. Wow. Irgendwo da sind sie. Feldposten. Gucken, ob der die sieht. Ob die die sieht. Nein. Irgendwo hier müssen die aber sein. Entweder hier oder direkt da. Wo, oh, dahinter. Da, da sind sie. Durch die Tür rein und der erste schießt schon. Oder zwei. Beide Soldaten. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass der mit der, Schrotflinte natürlich daneben geschossen hat. So. Können gucken, ob die vielleicht nochmal Glück hat und den er schießt. Nein. Warte mal, das Problem ist natürlich, dass uns dieses Run-and-Gun eigentlich wenig bringt hier. Aber gut, wir können es ja versuchen. So, Spurte rein. 7 Runden haben wir dann noch Zeit. Und da sind auch nochmal welche. Oh. Okay, das könnte jetzt fatal sein. Aber 74, das sollte klappen. Jo. Damit hat sie da ihre Deckung. Du wechselst deine Waffen. Und gehst in Overwatch-Modus. Genau wie du nach hierhin gehst und auch in Overwatch-Modus gehst. Okay. Oh, das war gut, dass wir da versteckt waren, ey. So. Der hat auch keine Granate mehr. Ja. In Bewegung. Okay, 55. Immerhin 2. So, das einzige Problem ist, es wäre besser, wie gesagt, die dann den hinteren zu killen. Aber gut, sicher ist sicher. So, Problem mit der ist, die müssen wir jetzt eigentlich zurückziehen, weil die bringt uns hier nichts. So. Können wir mal gucken, wenn wir hier hingehen, was wir da bringen. So. Wir können ja gucken. Vielleicht können wir es ja so weit aushalten, dass irgendwie der sich dahin bewegt. Gut, der hat sich nicht bewegt. So, wenn er jetzt hier irgendwo reinkommen würde durch die Tür, wartet die auf den. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Problem ist, wir haben 3 Leute angeschlagen. Und einen Alien, den wir jagen müssen. Okay, der ist hier hinter. Jo, perfekt. Gut, dass ich zur Schrotflinte gewechselt habe. Haha! Der wollte uns also überraschen von hinten. Mission erfüllt. Ja. Leider haben wir nur einen Kanister erwischt, ist ja aber nicht schlimm.
Commander ins Ladezentrum. Lagezentrum. So, verwundet. Wir haben einen schweren. Gut. Sonst alle, außer, warte mal, doch, der Unterstützer ist noch da. Problem ist nur, der Unterstützer hat nicht genug gekillt. Neues Gebäude ist die Werkstatt. Medikit haben wir hergestellt. Werkstatt, genau. Die brauchen wir, damit wir, damit wir schneller oder billiger bauen können. Lagezentrum. Frankreich, wir haben 3 Wissenschaftler oder wir gehen nach Japan. 2 Ingenieure pro Monat. Japan. So, jetzt müssen wir hier nach Hangar gehen. Gucken, dass wir in Asien 2 haben. Weil ich hatte das letzte Mal das Problem, als ich gespielt hatte, für mich. Als ich für mich gespielt habe. Ich bin gleich wieder, ich mache kurz ein Fenster auf, damit sich das hier ein bisschen lüftet. Er hatte nämlich das Problem, da war, glaube ich, ein Schiff zum Abfang über Asien und ich hatte leider nur ein. Einsatzleitung, Satellit, Xenobiologie, okay. SV-Projekt. Oh nein, Einrichtung bauen können wir eh nicht. Genau, wir müssen das hier ausheben. Und dann müssen wir warten, bis der Monat um ist, damit wir unser... So, Xenobiologie, genau. Wir müssen den... die Sachen bauen, wir müssen das bauen und. So, aber wir wollen zuerst mal... gucken, was können wir dann... besser machen. Die Waffenfragmente brauchen wir für die Scope. So, Abfangjäger starten. So, komm, Raven 1. Go, go, go. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Gut. Abfangjäger. So, UV-Absturz, Skyranger losschicken. So, wir haben Scharfschützen. Ja, den Sturmunterstützung und einen Rekrut. Weil, genau, das ist das, was wir alles haben. Unterstützung bekommt aber Medikit. Aber zumindest einmal heilen kann. Sturm, Scharfschütze, gut, da bringt ja eh nichts. Also, bringt uns wenig. Aber ich finde das immer schön, dass, genau, ist eine Grenze unser zu Deutschland? Liegt nahe der deutschen Grenze. Genau. Irgendwo immer an der Grenze. Nie irgendwo in der Stadt ist die Ufer abgestürzt, sondern irgendwo ist immer eine Grenze. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Gut. Wo ist denn das? Nee, da ist es nicht. Okay, ich sehe es komplett nicht. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ja, normalerweise sieht man irgendwo so eine Spur, wo sich das Alien-Ding mal so befunden hat. Komm, spuren wir mal hier. Gut. Weiß auch gar nicht, ob wir, wenn, weil wir jetzt die Alien-Raumschiff-Mission haben. Blablab. Ja, ist ja nochmal. Ob jetzt hier schon diese Tarnkreaturen kommen. Naja, bisher sind das jetzt die normalen hier. Okay, mit der Schrotflinte brauche ich da nicht weiter zu agieren. Genau. Ich sprinte mal nach hier vorne in die volle Deckung. Das bringt mir mehr. Oh, jetzt haben wir noch mehr freigeschaltet von denen. Natürlich nicht gut, aber wir sind schon mal, wir wissen schon mal, wo die Typen sind. So, apropos, wir wissen, wo die Typen sind.
Gehen jetzt hier hin rein. Gut. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht verkackt haben. So, wir haben 3 Stück da. Wir haben den einen in voller Deckung. So, der verbessert den. Das heißt, wenn wir den oben ausschalten, haben wir 2 schon mal weg. Das heißt, mein Sniper, wenn er Glück hätte, könnte er nach oben gehen und eine Granate dahin werfen. So. Volle Deckung ist immer noch was wert. Zwar nicht viel, also ich werde jetzt nicht 581 Schüsse überleben. Besonders, da die jetzt auch manchmal die Deckung halt treffen und versuchen, die kaputt zu machen. Schade. Okay, Feldposten. Sniper. Genau. Weg sich mal besten hier hin. Ich hoffe, dass das nicht in dem, genau, Radius ist. So, du killst den, dann haben wir 2 schon mal ausgeschaltet. Weil wie gesagt, jeder, der mit diesem Ceiling zusammen ist, ist halt mit ihm richtig verbunden. Bäh. Das heißt, wir haben den einen gekillt und dadurch die Waffenfragmente bekommen, weil er ja dadurch gestorben ist, ne? So, jetzt könnten wir gucken. Wir könnten Run and Gun machen und uns den hier flankieren. Ich versuch's mal. So, vielleicht haben wir Glück und werden nicht getroffen. Jetzt bin ich gerade am gucken. So, okay. Geh hier hin. Der wird jetzt zwar auf mich schießen, aber wenn man sprintet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird, weniger. So. Können wir nämlich den hier killen. Auf Wiedersehen. So. Müssen wir dafür sorgen, dass die Nachhut kommen kann. Oh, 50 sogar. Ich hätte gesagt 45. Weil normalerweise halbe Deckung ist 45. So. Jetzt haben wir wieder Ruhe, bis wir das Schiff sehen und der Kristallsplitter erwacht. Der hat hier aber, wie gesagt, nur 3 Lebenspunkte und regeneriert sich nicht. Also das ist hier so ein Pushover-Gegner. Aber ich glaube, zumindest an Aliens müsste das jetzt alles gewesen sein. Okay, den will ich jetzt auch nicht zu weit nach vorne tun, weil er ist jetzt schon angeschadet. Zumindest nicht ohne Deckung. Also, Deckung meine ich, dass andere Leute da sind. Nur mithelfen. Komm. Lass du mal nach. Die müssen wir nach vorne holen, alle. Genau, wie wir hier auch noch ein bisschen nach vorne laufen müssen. Da wir überlegen, komm. Nimm die Pistole in die Hand. Genau, und die Pistolen haben ja auch unendlos Munition. So, jetzt müssen wir überlegen. Wir können hier nach vorne gehen und mal gucken, was wir da aufwecken. Noch nichts. Gut, das ist ja schon mal was. Da hinten war Meld. Gucken, ob hier Aliens sind. Nein, noch nicht. So, ab in voller Deckung. Und der Splitter erwacht. Noch nicht. Gut. Irgendwie ist er doch noch nicht erwacht. Heißt, wir haben den anscheinend noch nicht gut genug gesehen gehabt. Jetzt erwacht er. Oder was? Hä? Position bestätigt. Warte mal. Gut, du kannst Run and Gun machen. Das ist... So. Genau. Du machst das. Du begibst dich auch am besten hier in Position. So. 70. Keine Ahnung wieso, aber anscheinend ist der noch nicht auferstanden. Jetzt muss er aber auferstehen, weil wir sehen ihn jetzt hundertprozentig. Und für mich ist es halt wichtig, wenn er jetzt in Richtung uns läuft, dass wir immer noch mit Run and Gun den erwischen und vielleicht schaffen wir, dass der Recruit ihn ja erwischt, den Rücken. Ah, nur 2. Dem fehlt ein Schaden. Aber die Energiequelle ist ja noch heiler. Das ist ja schon mal was. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ja. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ja, ich kann mir das auch nur sehr vage vorstellen. Dieses Teil könnte extrem explosiv sein. Gut.
Ja. Mal gucken. Ich glaube, das ist auch der letzte Einmeld, haben wir schon verloren. Das ist wieder blöd. Machen wir jetzt langsam wieder. Da ist der Typ. Wow, super, dass der den Feldposten einfach so gehen konnte. Daneben. Pistolen Power. Cool. Das hat sogar geklappt. Also er wird schon langsam zum Pistolero, unser Typ hier. Aber den wollen wir natürlich nicht haben. So. Präzisionsschuss haben wir. Unser Sturm ist verwundet für ein paar Tage. UFO-Energiequelle. Beschädigter Flugcomputer. Sowas sehe ich auch gerne. So, Frankreich ist zwar noch, aber wir haben einen Vorteil, Frankreich ist direkt bei uns. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall mehr. So, Einrichtung bauen, dieses Erdwärme-Gedöns kostet 200, bietet aber 20 Strom. Also, das ist schon mal was. Können das hier ausheben oder wir warten. Hier kommt der Alien-Sicherheitstrakt, 85 brauchen wir für den. 85. Legierung brauchen wir, Insektoidenleiche. Also mal, das wären 40, 50, 60. Dann 75, dann nochmal 10 brauchen wir. So, dann können wir nämlich den Trakt schon mal bauen. Ja, genau. Dort 7 Tage. So. Zusätzliche Werkstatt. Genau. Die Werkstatt ermöglicht uns halt den Vorteil, dass wir Sachen zurückbekommen. Scope, genau. Die brauchen wir später. Alien-Material, Meld, experimentelle Kriegswährung, Strahlenwaffen. Impulsbogen ist langsam, also Alien-Material, damit wir unsere besten Rüstung bekommen. Problem ist halt, wir haben immer noch zu wenig Wissenschaftler. Genau. So. Nicht viel los irgendwie. Schauplätze anzeigen. So, Ingenieure, Wissenschaftler oder 200. Wir müssen die Wissenschaftler haben, weil sonst dauert das Forschen zu lange. So. Ich brauche nur ein Scharfschützen. Warte mal, wer ist eigentlich der bessere von denen? Bearbeiten. 75. Bearbeiten. Auch 75. Komm, nehmen wir einfach mal den ersten. Einfach da ist. Unterstützung, Sturm und den schweren. Genau. Machen wir das so lange, bis wir einen zusätzlichen Platz bekommen. Das heißt, ich werde das nämlich genau so machen, dass ich die Leute hier mal dabei habe. Wie heißt das denn nochmal? Aufzuleveln, dass sie so schnell stark hoch sind, dass wir immer ein, zwei Leute immer mehr mitmachen können. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. So, Meld ist hier links. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Bin mal gespannt, ob das bewacht wird oder ob die Leute ein bisschen weiter hinten sind. Also Leute. Aliens. Gut, das ist sogar gute Deckung, dann spurte mal rein. So. Schwere Waffenteam. Auch mal sagen, spurte mal in die gute Deckung. So. Bewegt sich da was in Richtung Meld? Wenn nicht, dann können wir uns hier so aufstellen. Leider nicht, aber er kann immerhin hier hingehen zu der nächsten schweren Deckung. So. Du wirst dich dann hierhin begeben müssen. Gut. Du kannst ja hier zur schweren Deckung hingehen. Aber wie gesagt, mit 4 Leuten, das ist echt wenig, ey. Aber gut. Ne? Also würde man 26 Leute einsetzen können oder so. Wie halt bei den alten
Ja, ist ja nochmal. Von allen XCOM-Sachen. Wäre das echt ein richtiger Nachteil, weil das Management von denen hat ja lang gedauert. Und wenn man das sich heute vorstellt bei der neuen Konsolengeneration. Oh! Also das heißt, die sind zu uns hingekommen. Ah, cool. Die muss aber auf jeden Fall welche killen, damit die aufleveln. Weil das ist unser Medic. Und unser Medic braucht die Fertigkeit, dass er Medikits öfter einsetzen kann. So, und da haben wir nochmal die zwei. Nutzt das. 10. Eine Pistole. 50 immerhin, okay. Hey. Also die gibt uns hier Rückendeckung. Bin unterwegs. So. Die gibt uns hier Rückendeckung. Mal gucken. Ein Meldkanister haben wir schon mal, das heißt 10 Meld bekommen wir. Also wie gesagt, die Meld-Ressource ist eigentlich etwas, was man schon ein bisschen Wert drauf legen sollte. Aus dem einfachen Grunde, für später. Weil man möchte ja auch seine Soldaten enhancen und. Und das wäre fatal, wenn man das dann nicht nutzen, die Sache nicht nutzen würde, aus dem einfachen Grunde. Hey, ich habe jetzt am Anfang, ja, ist ja zu spät. Weil es gibt einige Kombinationen, die sind richtig cool. Also man kann so einen ultimativen Sniper erzeugen. Den finde ich richtig toll. So, komm. Normalerweise müssen wir nicht in seinem Blickfeld sein. Gut, 50. Geh aber mal auf Nummer sicher und bomb den direkt weg. So. Komm, bitte. So. Jetzt können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. Ich will auch nicht zu weit nach vorne gehen, weil ich weiß, dass das ein bisschen blöd sein könnte. So. Gehen wir mal mit dem dahin. Ich denke, der da hinten ist der letzte. Und wenn, dann könnte noch eine Gruppe da sein. Wir hatten hier eine, wir hatten da eine. Ich würde mal sagen, 6 Aliens sind bei dieser Mission. Oh oh, Feldposten. Wieso muss es eigentlich immer meinen Sturm erwischen? Also meinen, ne, schweren Waffenspezialisten. Ah, ey. Komm, stirb bitte. Genau, so wie ich vermutet habe, es gibt noch welche. Wenn wir natürlich nach da oben gehen. Warte mal, wie weit kann der? What? Da. Okay, ich wollte sagen, irgendwo in der Gruft sind sie dann bestimmt. 47 oder 47, wenn wir mal Granate reinwerfen. Ne, so weit kann ich nicht reinwerfen. Okay, versuch mal dein Glück. Hey, hat geklappt. So. Das heißt, wir können aber auch mit dem Scharfschützen dahin gehen. Ich muss halt dafür sorgen, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe, den Scharfschützen aufzulösen, dass er halt alles sehen kann. Beide Scharfschützen müssen das haben, nur dadurch werden sie gut genug sein. So, aber... Warte mal. Der hat, glaube ich, schon einen Kill gehabt. Die müsste... in jeden Fall hier vorrücken und versuchen halt, sich aufzuleveln. Ob der das schafft? Nein. Gut. Dann musst du das erledigen, Sniper. Und auf Wiedersehen. Oh, war doch nicht Ende. Gut, ach, weil das bestimmt schwer ist, ist noch was da. Okay. Interessant, dann müssten die irgendwo in der Richtung sein. Gehen wir hier durch, die da durch. Ah, hätte ich echt nicht gedacht.
Ja gut, die müssen ja irgendwelche Anhaltspunkte geben. Wenn das schon schwer steht, ne, muss das ja ein bisschen mehr Gegner haben als die anderen Missionen. Zumindest für den Anfang. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ja, sonst wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Add-on zu XCOM 2 rauskommt. Da hat man wieder einen Grund, das zu spielen. Aber ich sagen muss, dass ich, wie gesagt, eigentlich 2 zu wenig gespielt hatte. Und es eigentlich bereue. Weil ich finde, das war ein super Prinzip einfach, dass sie gesagt haben einfach, okay gut, der Spieler, den wir halt gespielt haben, den Commander, der hat sozusagen, wir haben verloren. Obwohl wir, sagen wir mal, die meisten Spiele immer so gesagt, so gekommen sind, so hey, Happy Ending und sowas alles, haben wir als Menschheit halt da verloren gehabt und müssen uns sozusagen aus diesem Underdog-Style rauskämpfen. Und das, muss ich sagen, war ein guter Move, den sie da gemacht haben, weil das hat eigentlich taktisch ein bisschen noch was ermöglicht, weil man ja diesen Guerilla-Krieg da mehr geführt hat aus dem Untergrund. Gab es auch neue Fertigkeiten und sowas alles. Also neue Fertigkeiten meine ich, dass sowas wie in der Richtung. Warte mal. Hast du noch die Rakete? Mal, guck mal. Ne. Schieß einfach mal dahin. Wenn sie sich hier hinter dieser großen Deckung versteckt haben, sind sie tot. Okay. Ein weiterer Tag. Naja, das war jetzt so ein Blindziel. Weil ich die von der AI vermutet habe, dass das erste, wo die hingehen, sind natürlich die Sachen, wo man sich besser verstärken kann. Corporal, du bekommst eine Verteidigung pro Gegner und du bekommst hier die Truppensicht. Auf jeden Fall das Beste, was es gibt. Neuen Orden, den Stadtkampfzeichen. Labor können wir bauen, Wissenschaftler haben wir bekommen und unsere Forschung geht schneller voran. Problem ist, wir haben kein Geld. So, neues Forschungsobjekt. Wir haben jetzt die Nanofasern. So, Melt-Kombination wäre jetzt wichtig. Genau, anders geht das nicht. So. Aber wir können Sektoiden, ne, 5 oder Melt. Melt. Ich weiß ihre Unterstützung. So. Dieses Melt ist sozusagen kleine. Sagen Sie. Ja. Was ist das, Doktor? Ich lass das erklären. Das ist bemerkenswert. Bei der kristallinen Substanz, die sich in dem Behälter befindet, handelt es sich um ein Stoffgemisch. Es enthält aber Milliarden von kybernetischen Nanomaschinen, die sowohl aus organischen wie auch aus mechanischen Komponenten bestehen. Die Untersuchung durch mein Team hat ergeben, dass diese mikroskopisch kleinen Roboter unerhört effizient mechanische Strukturen bauen können. Durch nähere Studien und in entsprechenden Laboren könnten wir eine Art Cyberanzug entwickeln, der an den menschlichen Körper gekoppelt wird. Mein Team interessiert mehr, ob es möglich ist, das Gewebe an sich physikalisch zu verändern. Das heißt, ob wir genetische Adaptionen der Aliens darin verankern können, indem wir die Nanomaschinen nutzen, um eine Art Verschmelzung des Materials zu bewirken. Der Commander muss entscheiden, was am vorteilhaftesten ist. Sind Sie mit irgendeinem Punkt einverstanden? Angesichts der offensichtlichen Aufgabe der Nanomaschinen, nämlich organische Materialien miteinander oder mit technischen Strukturen zu verbinden, sind wir uns immerhin einig, wie wir sie nennen, nämlich Meld. Gute Meld. Ja, und da gibt es halt die zweite. Entweder gibt es diese Verschmelzung oder es gibt die, hey, wir machen etwas komplett verrücktes, ja. Tiefenwahrnehmung, adaptives Knochenmark. Da müssen wir jetzt eine Mission machen, wo wir, genau, Genlabor benötigt, Kybernetik-Labor benötigt und. Genau, Strahlenwaffen erforschen. Sektorieren bringt mir noch nichts. Ist langsam. Komm, nehmen wir die Sektorien-Autopsie. Die Autopsie? Ja. So. Die neuen Techniker sind heute Morgen. Genau, hier müssen wir nämlich dann die eine Einrichtung bauen, da die andere. Aber wir müssen mindestens bis zum Ende des Monats warten, weil ich nicht so viel Geld habe.
Genau. Großbritannien, das ist wichtig. So. 184, das heißt, wir haben gar nicht so viel bekommen. So, UFO-Energiequelle brauche ich. Legierung brauche ich. Sektorienleiche können wir ein paar verkaufen. So, Handel abschließen, so. Gut, Technikabteilung, Einrichtung bauen. Genau, wir brauchen zuerst mal das Erdwärmekraftwerk, sonst können wir erst gar nichts bauen. So, und ich hoffe, dass wir auf dem Weg einiges mehr an Geld bekommen. Den ich von ihrer Technologie habe, sagt mir, es gäbe nicht viel, das sie aufhalten genau. könnte, wenn es ihr Ziel wäre, die Erde einzunehmen. Neues Forschungsobjekt. So, wir haben Satellitenzielen bekommen. Strahlenwaffe. Komm, machen wir das hier zuerst mal. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungs... Gut, wo ist der nächste Abfangjäger starten? So, wir haben nämlich das Problem, wenn wir jetzt nicht schnell an Geld bekommen und Sachen, also zum Beispiel UFOs abfangen, die kaputten Sachen verkaufen, die Legierung bekommen, werden wir bald nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwas zu machen. So, müssen wir aufpassen wegen Abbruch hier. Ja, ich möchte ja nicht, dass meine Dinger kaputt gehen. Ich hoffe, dass... Gut, perfekt, wir haben den noch abgeschossen. Sonst hätte ich den abschicken müssen und den anderen. So, wir haben den Scharfschützen, der ja, genau, Truppsicht bekommt. Kommt nämlich als Bewaffnung die Scope. Damit ist er nämlich mehr wert für uns. Sturmsoldat, Unterstützungssoldat, schwerer Soldat. Einsatz starten. Ich weiß, ich brauche auch noch, glaube ich, eine Stufe. Wenn jemand Sergeant erreicht hat, können wir nämlich, glaube ich, die Truppenhöhe um einen erweitern. Kostet uns aber auch 50. Und das ist wichtig, dass wir das machen, weil dann können wir immer einen Rekrut mitnehmen. Und der Rekrut, der dann immer bei uns kommt, den müssen wir halt aufbessern. Gut. So, man sieht, da ist schon abgestürzt. Das heißt, hier in der Richtung ist das UFO. UFO. Obwohl normalerweise UFO heißt unbekanntes Flugobjekt. Aber wir wissen ja, was es ist, was die sind sozusagen. Es ist die Frage, ob das überhaupt noch Sinn macht, die dann halt UFOs zu nennen. Weil im Endeffekt weiß man ja, was das sind. Das sind halt diese, ja, Raumschiffe, mit denen sie sich da halt bewegen. Da bin ich immer sehr skeptisch. Wir wissen ja, was es ist. Wir wissen, die haben eine Energiequelle, die wissen, da sind Aliens, ne, drin, unbekannte Lebensform, alles. Also kann es gar kein UFO mehr sein. Weil es ja diese Sache, die wir dann halt haben, nicht mehr... nur ein bisschen ist hier kaputt. Nicht mehr unbekannt ist. Gut. Ich kann dann eingestehen, es stimmt schon, dass wir nicht alles über die wissen. Also was ihren Zweck ist und. Aber... Gut, von hier aus müssten wir, genau, von hier aus, der Sniper mit der Truppsicht hat eigentlich eine gute Aufsicht, kann hier rüber in das Ding hier reinschießen, wenn ich mich nicht irre, genau. Das heißt, den können wir da lassen. Das ist eine gute Sache. So. Auf dem Weg. Wenn er jetzt nicht gerade irgendwas komplett Blödes im Weg ist, ist das perfekt. Oh oh. Ja. Hey, habt ihr was gehört? Genau. Das, was mir ein bisschen Sorgen macht. Nämlich auch Aliens um ihn herum gibt. So. Ich hätte doch lieber auf Sniper wechseln sollen. Also, auf die Sniper-Rifle wechseln sollen. Okay, ich muss mit meinem Schweren da runterspringen. So, weil sonst würde ich in der nächsten Runde nicht zum Meld kommen. Auf der einen Seite sieht das UFO noch ganz gut aus, oder das Raumschiff sieht das... auf der einen Seite sieht das Raumschiff noch super cool aus, auf der anderen Seite ist es so zerfetzt. So. Bin mal gespannt. Wie viele Lebensformen da überlebt haben. Wo Lebensformen überlebt haben. Ja gut, wenn die sich hierhin befinden, bringt mir die halbe Deckung da ja eh nichts. Gut.
Schwerer Salat. Geh hin und sicher das Meld. Einsammeln. Damit haben wir das schon mal gesichert. Das Einzige, was ich nur nicht weiß. Es gibt ja immer oben und unten. Ist das immer so, dass das obere das ist, was zuerst abläuft? Oder ist das... Das wäre mal so interessant zu wissen, ob das da daran liegt. Das heißt, okay, du bist jetzt irgendwie an dem oberen, musst du zuerst finden, weil da hat der die Halbwertszeit ist dann natürlich weniger. So, da da aber nichts ist, können wir jetzt einfach mal vorrücken. Also es gibt auch diesen Perk, dass die, wie soll man sagen, die Sniper, wenn sie in halber Deckung sind, die wie volle zählt. Das ist auch etwas, was man eigentlich mitnehmen sollte. So, hier kommen natürlich die Stimmen jetzt aus dem Raumschiff, das ist klar. Okay, das war weird. So. Mal auf. So, da müssen wir... Oh. Schon ein größeres Raumschiff hier. Damn it. Heißt, wir brauchen den Close Combat Experten. Und unser Sniper kommt auch mit. Lass ihn nicht da draußen irgendwo hängen. Wir müssen nämlich ins Raumschiff zuerst mal reingucken, was da alles überlebt hat. Und wenn wir nämlich die Alien Basis gemacht haben, die irgendwann mal kommt, diese Mission... Weiß ich nämlich, dass, also nochmal. Still, habt ihr was gehört? Dass die Splitter Heinos ja ersetzt werden. Ja, also die werden dann, glaube ich, durch Sektuin Commander automatisch ersetzt. So, Spurte hin. In Bewegung. So. Immer gespannt, ob wir das gut genug machen können, dass sie echt... Ich weiß auf jeden Fall, dass nicht nur innen drin welche drin sein werden. Die werden auch sich nach draußen verteilt haben. Aber wenn wir die vielleicht innen drin aufdecken, kommen sie da zur Hilfe. Und die Frage ist natürlich, wie mache ich das am besten? Gehe ich nur in eine Richtung und passe da auf? Oder lasse ich irgendwo einen hier stehen, der dann sozusagen uns hilft? Das ist immer so eine Sache. Taktisch weiß ich nicht, wie ich das machen sollte. Aber merkt schon, wir sind auf jeden Fall schneller unterwegs hier. Oh oh, da war irgendwas. Irgendwo war ein Alien. Okay, dass hier Wellen kommen, ist klar, weil hier ist nämlich das Kommando-Pünktchen. Oh, da. Irgendwo schießt wer. Okay. Das ist unser Sniper. Da ist er. Der gute Sniper. Die verstecken sich hier. Damit sind wir flankiert. Damit versuchen wir ihn mal zu killen. Gut. Komm. Hey, das hat echt gepasst sogar. Cool. So, warte mal. Der andere ist da hinten. Noch mal Run and Gun. Könnte nah genug sein. Und nur halbe Deckung. Könnte gut gehen. So. Man weiß auch, ob ein Schuss sitzt oder nicht, weil er ungefähr die Waffe so hält. Das heißt, wenn er die Waffe in Richtung Alien hält, ist eine Wahrscheinlichkeit, dass er trifft, eher gegeben, als wenn er die komplett anders halten würde. Das hat auch so ein bisschen was damit, weil man weiß, wenn der irgendwie der Sniper da zielt und das Alien rechts ist und er zielt nach links, macht das gar keinen Sinn. Da weiß man schon automatisch, okay, das wird nichts werden. So, warte mal, wir laden auch nach. Also ich finde es schön, dass unser... Sniper sich als Pistolero. Okay. Nachzuurteilen würde ich sagen, die Aliens haben diese Einheit entwickelt, um damit
einzelne Ziele zu verfolgen. Okay, jetzt sind wir die Tarnmodus Aliens haben wir hier. Ein hochentwickeltes Ausweichsystem zur Verfügung. Von diesen Tentakeln sollten wir uns wohl besser fernhalten. Von diesen Tentakeln sollten wir uns besser fernhalten. Ja, wie denn? Ne? Das Problem ist, wir brauchen halt diesen ultimativen Sniper. Es gibt nämlich die Möglichkeit, seine Haut zu verändern, dass sie kleine elektrische Stöße abgeben. Alien-Aktivitäten. Und, kommen sie soweit? Das Problem ist bei denen, die können einmal schießen und sich eigentlich anschleichen an uns. Und dieses Anschleichen ist das, was sie meistens machen. So. Müssen eben so im Blickfeld bleiben, wo die Leute uns sehen, damit wir uns gegenseitig da verteidigen können. So, deshalb mache ich da auch noch nicht auf. Ne? Weil, bringt ja nichts. So. Der deckt den, der deckt den, der deckt den. Und Pistolero, gut. Pistolero deckt den, der deckt den, der deckt den, der deckt den, okay. Normalerweise, wenn die sich irgendwo zeigen, weil die werden sich irgendwo zeigen. Und das Hauptziel sind eigentlich immer, genau, die Sniper haben entweder jetzt Chance, dass der stirbt. Perfekt. Ohne den Sniper anzugreifen, das kann natürlich auch passieren. Oder jetzt kommt genau der zweite und wir haben ja unsere Schüsse abgefeuert und der geht. Die Tentakel, die am Wabbeln sind. Das geht nämlich auch. Oder dafür sind sie auch ganz gut bekannt. Der erste macht sozusagen das Feuer auf sich. Der andere wartet dann sozusagen nur. Warte mal. Dich tun wir mal hier hin. Jetzt kann das sein, dass sie vielleicht den Schrotflintenmann... Oh. Wow. Oh, 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 oh. Das ist schlecht für unseren Sniper. Obwohl, die sind eigentlich ungeschützt. Was sagen deine 88? 88. Tot. So. Wie weit kannst du sprinten? Okay, bis dahin. Das sollte eigentlich auch reichen. Wenn nicht, haben wir immer noch die Möglichkeit mit den anderen. 85, gut. Bitte. Yo. Action Cam, automatischer Treffer. Daran merkt man das auch. So. Problem ist, wir müssen uns jetzt decken, falls der Unsichtbare wiederkommt. Okay, der ist jetzt anscheinend irgendwo hinter uns, der Unsichtbare. Okay, das andere Meld ist jetzt zugegangen. Mal auf. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Gut. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Ja. Warte mal. Möchte nicht zu viel beschädigen hier. Gut, machen wir das so. Das ist der Bordcomputer, den dürfen wir nicht kaputt machen. Aber wir können den so werfen, jo. Jetzt müssen wir warten, dass sich einfach nur dieser Unsichtbare zeigt. Wo ist er? Okay. Affirmativ. Er war gerade noch da hinten, ne? I'm on the move. Ah, ne, nicht stabilisieren. So. Hier hingehen. Andere Waffe wechseln. So. Ich glaube, im Alien-Schiff ist nichts mehr. Und ich möchte auch nicht zu mehr kaputt machen. Auf dem Weg. Also lieber abhauen. Oh, ich habe da was gehört. Da, irgendwo ist was sichtbar geworden. Alle schießen. Jetzt muss er sterben, irgendwie. Sogar alle noch getroffen. So, ich hoffe, das war der letzte. Yo. Also gut, in einer Gruppe von Leuten sichtbar zu werden, ist vielleicht nicht der idealste Punkt. Na, leider unser Sniper nicht befördert. So, da ist wichtig für mich, es gibt den ersten Standardschuss im Umkreis von 4 Feldern um das Ziel, kostet kein Zug. Nicht mit so. Nein, für mich sind nämlich die blitzschnellen Reflexe wichtig, dass der erste gegnerische Reflexschuss automatisch abgewehrt wird. Das heißt, ich kann mit ihr sozusagen die Leute rauslocken.
So, und dafür brauche ich das Holo-Ziel, genau. So. Ich weiß jetzt nur nicht, obwohl unser da Flugcomputer ist beschädigt. Energiequelle, dafür haben wir zwei andere Flugcomputer. Genau. Gut, dass wir die beschädigten Sachen haben. So. Also wir haben wieder einiges an Credits. Dieser Kontrast aus Fleisch und Metall stimmt nicht bedenklich. Was setzen wir aufs Spiel, wenn wir Mensch und Maschine verschmelzen lassen? Warte mal. Werden wir eine klare Grenze ziehen, die wir nicht bereit sind zu überschreiten? Oder ich irgendetwas in der Richtung mit dem Bauen gehabt, hatte ich da nicht? Ah, genau. Offizierschule, da, die Truppgröße. Genau, die kostet 50. Wäre fatal, wenn wir das jetzt nicht machen, weil wir dann immer einen neuen mitnehmen können. So, Schauplätze. Wissenschaftler, Ingenieure. Oder so, wir müssen Ingenieure nehmen, weil Russland hat nämlich drei. Das heißt, wir müssen hier dafür sorgen, dass das runtergeht, weil sonst die Panik zu groß wäre. Wir brauchen immer einen neuen Rekruten, der dann aufgelevelt wird. Unterstützung, Sturm, schwer. Gut. Tut mir leider irgendwie ein bisschen leid für die anderen, aber... Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Wir müssen dafür sorgen, dass wir schon ein bisschen aufpassen, unsere Leute nachziehen. Verstanden, Big Sky. Außer haben wir jetzt einen großen Vorteil, wir haben ja jetzt einen mehr. Passt auf euch auf, Leute. So. Du musst nämlich auch noch aufsteigen. Du kannst dich jetzt weiter bewegen. Okay. Das bringt nichts. Ja. Hätte ich auch vom Anfang an sagen können. Versuchen wir mal 53. Nein. 68 oder 68. 68 tot. So, Holo zielen. Damit bekommen wir automatisch. Entweder killt er den oder bekommt. Ja. Holo zielen drauf. Das ist auch was. So, damit haben wir die erste Welle an Aliens vernichtet. Wie gesagt, wir müssen unseren Sniper gut aufbessern. Und. Okay, die nächsten kommen da von der Seite. So, aufpassen. Ja, schade. Weil der Rekrut muss nämlich aufsteigen hier. Da ist mindestens ein, muss ich mit einer Granate killen, damit der dann aufsteigt. Vielleicht haben wir sogar Glück, dass wir beide killen. Mit der Granate. Je nachdem, wie weit sie werfen kann. Oh oh, das ist nicht gut. Das war nicht gut, dass wir die sehen. Naja gut, vielleicht kann unser Sniper ein bisschen helfen. So. Trifft beide. So, ich hoffe, dass das reicht. Gut. So. Außerdem haben wir ja hier noch die Rakete. Die können wir auch noch machen. Na. Einmal höher. Was ist mir wichtiger? Den Meld zu zerstören oder seine Deckung? Komm, zerstören wir mal seine Deckung. Und vielleicht den, der hier noch ist. Das war daneben. Genau. Die Rakete ist vom Kurs abgewichen. Wieso nur? Okay, versuch dein Glück. Daneben. Ja. War zwar so in die richtige, ein bisschen in die richtige Richtung, aber leider nicht gut genug. Okay, wir können den Sturm und Schuss versuchen von hier aus. 28 oder 36, komm, 36 vielleicht. Nein. So. Wir haben hier volle Deckung. Dann gehen wir mal lieber hier hin. Oh, und einen zum Flankieren. Komm, kill ihn. Daneben! Yay. 73. Aber wie gesagt, ich frage mich manchmal, wie 28% Schüsse getroffen werden. Nein. Okay, der eine ist gegangen und der andere hat sich wegteleportiert irgendwie. Okay, niedergehalten. Das explodiert, ja, das weiß ich. Rekrut. Na gut, der ist ja eh befördert.
68 oder 48? Sagen wir mal 68. So. So. Mal gucken. Nein. So. Wir können ja so machen, dass wir hier hingehen. Und den mal versuchen zu killen. Ah. Okay. Ich weiß nicht, wo der hingeschossen hat, aber das war ein bisschen blöd. So. Mach Feldposten, weil jetzt, der kann, wird nicht ewig, niederhalten, sondern sich jetzt wieder weiter bewegen. Oh, da sind nochmal Floaters. Okay, und jetzt schießen wir. Aber wieso hat der jetzt so seine Deckung? Das ist blöd. Nur weil er wegfliegt und irgendwie so hier in der Nähe ist, hat er automatisch die halbe Deckung. Ne, hier hat er die halbe Deckung. Ist aber flankiert und haut ab. Okay. Und hier sind die neuen, die gekommen sind. Gut. 48. Da, 48 trifft. So. Wir müssen nämlich nachladen, das heißt, ich will ihn nicht zu weit nach vorne positionieren. Zumindest genau das hier einmal klicken. So. In Bewegung. Schön nachladen. Wie gesagt, also ich finde das immer schon interessant, wie die hier eigentlich so einprogrammiert haben, weil die Aliens suchen genauso wie wir eigentlich immer. Okay, Rekrut Bolus wurde befördert, ist gut. Damit haben wir schon mal was. Die versuchen genauso wie wir eigentlich immer in der vollen Deckung zu bleiben. Passt denen aber nicht immer so ganz gut, ne? Weil da kann man da, ne, wie wir schon einmal das Glück gehabt haben, einfach mal auf gut Glück irgendwo hinschießen, wo sich die beiden Sektoriden da versteckt hatten. Man war klar, es war klar, dass sie sich da verstecken müssen, weil das ist etwas, was ansehnlicher ist als jede andere Deckung. So. Gut. Für mich war auch wichtig, dass wir dann soweit unsere Leute aufgelevelt haben, dass wir unseren fünften Mann mitnehmen. Wichtig wäre noch, dass wir den sechsten irgendwann mal bekommen. Für die Terrormission. Weil je mehr wir bei den Terrormissionen an Leute haben, desto besser wird es. Okay, Glück gehabt. So. Sniperman. Kannst du den da erwischen? Ah, könnte passen. Oder könnte, ne? So. Holo-Ziel auf ihn haben. Genau. Da war mir wichtig. So. Streuschuss. Weil es gibt eine Fertigkeit, die der Sturmsoldat hat, die für Terrormissionen sehr wichtig sind. 100% treffen. Oh, er ist aber nicht komplett gestorben. Das könnte jetzt fatal gewesen sein. Ja. Außer Rekrut schafft er zufällig. Aber warte mal, der Rekrut kann ja auch nochmal flankieren. Ja, er müsste eigentlich gehen. Ja. Es gibt nämlich die Fertigkeit, nämlich CQC, so in der Richtung, also dieses Close Combat, Close Quarter Combat. Das heißt, jeder, der in die, seine Nähe kommt, wird automatisch angeschossen. Gut, einen zweiten Unterstützer haben wir. Die sind sehr wichtig. Also zwei Unterstützer sollten wir haben. Am besten zwei Unterstützer, zwei Sniper und dann halt von dem Rest mindestens einen. So, neues Forschungsobjekt. Wir haben die Schnitterpatronen, die Gießerei können wir jetzt bauen. Phoenix-Kanone und die Blendgranaten. So. Sucherautopsie, Schweberautopsie. UFO-Energiequelle. Komm, machen wir die Autopsien jetzt schon mal langsam. Wir brauchen halt die coolen Typen. Die. Wie heißt denn nochmal? Thinband. So, Einrichtung bauen. Alien-Sicherheitstrakt. Werkstatt.
Wir brauchen hier eine Gießerei daneben. 75. Ja, Legierung würde ich jetzt ungern wegmachen. 75 brauchen wir mal. Wären 72. Nein. So. Mich wäre wichtig, nämlich die Gießerei. Und daneben müssten wir das Kybernetik-Labor bauen. Diese Anlage zählt als Werkstatt im Verbundsmodus. Genau. So, Werkstatt. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr wieder. Wie immer. Irgendwie sind wir nur pleite hier. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rat. So, was ist das? Französischen Militärkonvoi. Okay, das ist das, was ich jetzt meinte. So, wir brauchen den. Okay. Bleibt die auch so zuerst mal. So, weil wir brauchen hier auf jeden Fall die volle Truppe, weil das ist diese schwere Mission, da wo ich das letzte Mal nämlich versagt habe. Jetzt bin ich am Überlegen. Sollte eigentlich doch klappen, ja. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Eliminieren Sie jeglichen. Okay. So. Wie gesagt, Sniper ab aufs Dach. Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einen französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Genau. Neues Ziel erhalten. Bestätige. Hier sehen wir schon, dass wir einiges an Probleme bekommen werden. Oder dass einiges an Problemen bekommen werden. Einige Sachen hier rumliegen, so wie hier eine Waffe zum Beispiel, die ganz, ja, rudimentär ist, also keine Alien-Waffe, sondern unsere, weil die normalen Waffen explodieren ja immer in Fragmente. Okay, Schrotflinte müsste jetzt nicht unbedingt als Vorhut gehen, weil der da eh nichts treffen kann. So. Okay, da haben wir die volle Deckung. So. Der könnte eher, sagen wir mal, hier was machen. Brr, brr, brr. Wow. Drop the beat, ey. Gut. Da. Was macht der? Bleibt er oben oder springt er runter? Whoop! Er geht da unten. 53. Haben wir halt Glück. Jo, 2 schon mal. So, Sniper. Geht mal hier weiter. Falls hier irgendwo was kommt, immer auf der Lauer sein. Und? Jetzt? Nein. Wir sind nach vorne gegangen. Was macht er? Schießen? Oder Gift? Gift macht er. Es ist schlecht. So, mach auf, weil dann sehen wir nämlich noch welche. Genau. Warte. Da haben wir aber den großen Vorteil. Können wir nämlich hier. Brauche ich doch gar nicht Sturm und Schuss. Genau, ich kann einfach hier hingehen und den abknallen. 88, komm. Jo. Und dann sind wir auch nicht zu nah dran, weil wir müssen aufpassen. Der strömt natürlich. Der lässt natürlich noch Gift rausströmen. So, jetzt haben wir den auch weg. So, unser guter Mann. Muss noch hier oben der Sniper.
So, der den schweren Waffen. Und auch noch hier vorne. Oh, die gute Vergiftete muss auch irgendwo da hinten weg. So. Ich meine nämlich, dass eigentlich gar keine spawnen, bis wir den Typen da gehabt haben. So, wie lange bist du noch vergiftet? Kann man da irgendwo sehen? Ne. Na gut, vielleicht ist der jetzt weg, das Gift. Deshalb kann man das halt nicht mehr sehen. Aha. Ah. Gut. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Also wenn ich mich an die Grundstruktur dieser Mission erinnere, ist da hinten am Bus einer. So. Also müssen wir hier links weitergehen, dann haben wir den. Und rechts ist das Ziel. Also mit Ziel meine ich natürlich den Typen. Diese Männer sind nicht durch Alienwaffen gestorben. Sie wurden mit konventionellen Kugeln getötet. Ja, wo gehe ich weiter? So. Ich hoffe nur eins. Für später zumindest, weil... Okay, da ist er rechts, nicht links. Rechts ist auf jeden Fall auch noch wer. Okay, 56 ist schon wieder was anderes. Das kann man versuchen bei 56. Bei dem anderen lässt man das. So, Feuer. Hau nur zwei wieder, ey. Ich brauche bald bessere Waffen, weil meine gehen ja mal gar nicht. Oh, 100%. Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. So. Schon sagen. Was denkt man noch lange bei... warte mal, 100% nach. Apropos. Wir brauchen welche hier auf dem Dach auch noch. Wenn wir gleich den einen ansprechen. Weil ich glaube, hier kommen auf dem Dach zwei. Hinten kommen zwei. Deshalb müssen wir aufpassen, wie wir das machen. So, du gehst nach da vorne. So. Aber was konnte ich sonst so sagen? Genau. Ich sag mal das so einfach, weil ich ja auch Titanfall und sowas gespielt habe. Es gibt dieses komische Spiel, Titanfall Assault irgendwie. Das war. Also zuerst mal sollte Titanfall, glaube ich, als ein Kartenspiel kommen. Wieso auch immer die gedacht haben, boah, Titanfall, das ist ein super gutes Kartenspiel. In der Richtung, weiß ich jetzt nicht, wie die das sich so vorgestellt haben, ob die gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach so wie Hearthstone und die ganzen Konsorten unser eigenes und haben vielleicht damit Erfolg. Oder die sagen sich, hey, wir versuchen mal was komplett Verrücktes. Wie auch immer. Wie auch immer, wie auch immer. Das Einzige, was sie dann, also das haben sie versucht die ganze Zeit wohl zu entwickeln und hat wohl keinen Sinn mehr in deren Augen gemacht, muss man ja dann sagen, wenn sie das abgebrochen haben. Und dann weiß ich nicht, ob das angekündigt war, dass sie das herstellen wollten oder produzieren wollten. Ah, da ist er. Der letzte von denen. Wow, der ist aber ganz weit gelaufen hier, ey. 56. Komm. Du könntest doch den von hier oben bestimmt anschießen. Und wenn ich dann mit einem Holo-Ziel so belegen, dass der... Genau, einfach zu treffen ist. Sniper, genau. Wird den eh nicht treffen können. Aber vielleicht der hier. Oder die hier. 80. Oh. Genau. So. So, du gehst mal zu dem hier hin, damit du den da freischalten kannst. Und jetzt haben sie das, ja, wie soll man sagen, Art Clash Royale technisch gelöst. Das heißt, man hat zwei Ebenen, links und rechts, also wie in jedem MOBA irgendwas gedönst. Und... Okay, hier war der. Na, jetzt muss ich überlegen, wo ich den ersten abballer.
wurden aktualisiert. Reaktionsschuss? Danke. Ich hoffe, du killst den. Dann kann ich nämlich den anderen killen. So. Okay. Ich weiß, dass der irgendwo hier hingesprungen ist. Schmeiß die Granate dahin. Sicher ist sicher. Okay, der war da hinten. So. Ich will nämlich nicht, dass ich irgendwo hingehe und dann das Schlimmste von allem passiert. Dass wir irgendwo überrannt werden. Das hier ist erst der Anfang. Komm, du geh mal in die fette Deckung da hinten. Ist nur eine Frage der okay, so. Da wir da ja eh nichts brauchen, können wir auch mit dem komplett durchspurten. Du spurtest auch komplett durch, weil wir müssen Meter gut machen. So. Also die Unterstützer sind geil, dass sie diese Fertigkeit haben, wo sie mehr herumgehen können. So. Du unterstützt ihn hier oben gleich mal, den Sniper, weil ich weiß, dass da oben welche hinkommen. So. Du bleibst hier unten, weil ich weiß, dass hier unten noch welche kommen. Wie gesagt, links wird, glaube ich, noch irgendwo einer kommen. Rechts kommen da irgendwo welche. So. Können wir die dann hinpacken, hinpatrouillieren? Sehen wir das so. Ihr seid nichts als ein Haufen Marionetten. Können wir ja mal hier versuchen. Gut. Und den Typen müssen wir irgendwie ins dicke Cover bewegen. Ich bin zumindest ein bisschen zuversichtlich, dass die Leute was machen können. Genau. Und jetzt schießen nämlich alle auf den Sektoiden. Ja, dass der Sniper im Nahkampf daneben schießt, hätte ich mir auch denken können. Aber egal. So. So, jetzt machen wir langsam nur Sorgen. 78. Da mach du... Ja gut, den machst du weg. Das ist gut. So, der... Hier versucht den zu killen. Perfekt. Wollte schon sagen, weil sonst hätte ich nämlich den Sturm nach vorne geschickt. Also diesen Sturmkämpfer. Und der hätte sich dann um den Reflexschuss gekümmert, während er zu ihm gerannt wäre. Oh, ich habe jetzt wohl vielleicht den Falschen bewegt. Na gut. So. Genau. Und wir brauchen den am besten hier. Genau. Und der geht auch nochmal nach da oben. Weil ich glaube, zwei spawnen da oben. Ich finde dann manchmal genial, wie die da von dem Dach runterhüpfen und man sich nur denkt, boah ey, dass die Beine da nicht knackt, irgendwann machen. Ja. Komm. Sturmsoldat. Den müsstest du jetzt aber genau kriegen. Nein? Okay. 88. Obwohl, stimmt. Wenn man die Overwatch-Sache macht, ist das Problem, dass ich glaube, wie viel ist das? 20, 30 Zielgenauigkeit abnimmt. So, komm hin. Genau. So. Genau, der spurtet dahin. Und die spurtet hier nach oben hin. Falls wir von da oben irgendwie noch eine Granate werfen müssen oder so, dann haben wir die Möglichkeit, da noch was zu machen. Weiß gar nicht, hat die einen gekillt? Ich glaube schon, oder? Ja, genau, die hat den, der hier vorne stand, gekillt. So, den hier weg. Alle müssten wir jetzt auch gekillt haben. Perfekt.
9 Aliens, geht doch. Und wir haben endlich die Sinmans freigeschaltet, weil die brauchen wir nämlich für die Gensachen. Ausräuchern oder Schnellfeuer? Aber Abzug auf die Treffergenauigkeit, ich sag mal, Ausräuchern bringt mir mehr. Medikits Drama benutzen, das was ich haben wollte. Verkrüppelnder Schuss oder Gefechtsscanner. Verkrüppelnder Schuss ist besser. Deckungsfeuer oder Schrellrakete, Deckungsfeuer bitte. So. Dünner Mann Autopsie, genau das, was wir brauchen. Ingenieure. So. Neues Forschungsprojekt. Verteidigungsmatrix. So, ein besseres Außen. Alien Navigationscomputer, Strahlenwaffen, Schalenrüstung. So, dünner Mann Autopsie, das brauchen wir. Ich hoffe, dass wir die nämlich schaffen. Genau. Neues Forschungsobjekt. Weil wir haben jetzt nämlich die Muskelfaserdichte im Genlabor freigeschaltet. Das ist nämlich etwas, was ich brauche, genauso wie was ich noch was anderes brauche. So, der Pulsbogen. Die Wissenschaft immer für einen Weg, das Leben zu verbessern. Einrichtung bauen, der Menschheit zu beantworten. Die Aliens jedoch. Es scheint klar zu sein, dass die Wissenschaft für sie nur ein Mittel ist, um Lebensformen zu benutzen und auszulöschen. Ja, die Gießerei ist fertig, ne. Oh, hier. Sehr schwer, aber wir brauchen die Ingenieure. Also, ich denke, ich werde jetzt speichern und das wird dann das nächste Mal ein guter Start sein, dass wir den Einsatz, der sehr schwer ist, machen. Aber gerade gucken, Offizierschule. Gute Besserung, die Kampfverletzung ist besser, gutes Beispiel, überträgt seine Willensstärke auf alle Truppenmitglieder näher, die weniger Willensstärke haben. Und das nächste wäre Captain brauchen wir, okay. Major, wäre natürlich auch super. Eiserner Wille. Soldaten bekommen bei jeder Befreiung einen höheren Bonus auf die Willensstärke. Man lernt schneller, also mehr Erfahrungspunkte. Gute Besserung ist aber eine Sache, die wir auch freischalten sollten. So. Ich werde nämlich jetzt speichern und werde mich verabschieden. So, Spiel 17, leider gar nicht. Haben wir jetzt einen neuen, 18. Nee, gar nicht, wir haben auch Spiel 17. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, das Mario-Ding am Anfang war ein bisschen kurz, weil es eigentlich nur eine Fortführung war von dem, was ich davor hatte. Und deshalb, ne, war es für mich das Wichtigste, einmal das, ne, Haken drüber zu machen, erledigt. Und dann weitermachen. Und ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn es nur so kurz war. Und dementsprechend jetzt halt das. Und dann hoffentlich sehen wir uns dann nächstes Mal wieder, ne? Bis dann. Ciao.